Yo, Freunde, was geht ab? Ich melde mich heute mal mit meinem ersten richtigen Summon-Video. Die letzten Summon-Videos waren ja aus dem Stream, dass ich die immer aneinander geklatscht habe. So. Aber heute ist es halt ein richtiges Summon-Video, was ich jetzt aufnehme. Ich habe 55 Tickets und ich werde ins Z7 gehen, um Bardock, Dunkle Broly oder Kefla zu bekommen. Ja, das ist jetzt der Plan. Wir haben 5 Multis. Sollte ich jetzt natürlich alle drei recht schnell bekommen, dann werde ich natürlich woanders noch sammeln. Aber erstmal werden wir versuchen, einen der drei zu bekommen. Das ist erstmal der Plan. Was ich noch sagen wollte, weil ich das wirklich oft im Stream gefragt werde, wie finde ich das Spiel? Ich finde es bis jetzt echt super geil. Wirklich, es macht super, super Spaß. Es ist eine absolute Abwechslung zu anderen Dragon Ball Spielen, weil Dokkan für mich momentan tot ist und so. Bockt für mich halt einfach gar nicht. Und mich würde mal interessieren, ob ihr das Game auch habt. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr es habt, wie findet ihr es? Und wenn ihr es nicht habt, sieht es für euch interessant aus? Würdet ihr es euch gerne holen? Und das scheitert vielleicht einfach nur am Geld. So, und wir machen mal den ersten Multi. So. 10er sammeln. Aufnahme läuft, hoffe ich. Aufnahme läuft. Und rein in die Schmutz hier. So. Haben wir irgendwas bekommen? Nein. Das war jetzt kein so. Okay, die Karten sind halt quasi alle neu, weil ich noch nicht wirklich reingegangen bin. Aber hier ist jetzt nichts Spektakuläres bei gewesen. Nichts, gar nichts. Nada, niente. Der war jetzt nicht so doll. Aber man kann auch nicht immer Glück haben. Ich habe bis jetzt wirklich krass reingelockt in dem. Mach mal hier die Anzeige aus. Sieht jetzt ein bisschen cleaner aus. Und ja, das war der erste Multi. Ich will jetzt nicht so knorke, aber ja. Wir haben ja noch 4. Und die Tickets sind recht schnell gefarmt. Kostet schon ein bisschen Zeit, aber was willst du machen, wa? So, nächster Multi. Aber mir fehlt das halt wirklich, dass es keine coole Summon-Animation gibt. Das können die definitiv besser machen. Und wir haben bitte cooler. Aber sonst nichts Seltenes. Gefällt mir halt gar nicht so. Das waren jetzt 2 Multis, die gar nicht so cool waren. Die ganzen letzten Multis, die ich mal mache, so. Da ist alles am Blinken, Alter. Sieht aus wie hier der Christopher Streetway, so sehr blinkt ist, ne? Jetzt ist hier nur ein Blinky-Bling. So, dann das hier, ne? Also, das finde ich jetzt nicht so cool. Was bei mir auch immer viele schreiben, so im Stream. Also, ich habe das jetzt die letzten Tage echt aktiv gestreamt. Und die Leute immer so, die Grafik sieht ja aus wie auf dem Game Boy Color und so. Aber ich sag mal ganz ehrlich, lieber verzichte ich ein bisschen auf Grafik und habe ein gutes Spiel, was Spaß macht, als dass das Spiel scheiße ist und die Grafik gut aussieht. Jump Force. So, nächster Multi. Komm. Gib irgendwas Gutes. Ah! Hier ist doch wieder Blinky Blink. Guck mal, da haben wir auf jeden Fall schon mal Kefla. Haben wir schon mal den ersten Secret Rare aus dem Set. Super. Das freut mich. So muss das nämlich sein. Ich hätte jetzt natürlich lieber den dunklen Broly oder halt Bardock bekommen. Aber das ist doch schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. So. Können wir uns auch mal kurz hier impfen, gucken, was kann Kefla. Kefla als Angreifer mit Macht, blablabla. Ausdauer komplett heilen und plus 1 Heldenenergie für eigenes Team am Ende einer Runde. Effekt verstärkt und Son Goku im Gegnerteam ist wiederholbar. Okay. Mhm. So. Haben wir den nächsten Secret Rare. Ich habe schon einige Secret Rares. Ich habe bis jetzt eigentlich immer ganz gut reingelockt so. Und ja, nächster Multi. Komm. Jetzt Bardock. Komm, Bardock. Kein Bardock. Schade. Da ist C17, da ist Vegeta, da ist Gohan. Banks, ja, sieht jetzt. Okay, da ist ein Bardock bei, ja. Das ist nicht der Bardock, den ich wollte. So, wir müssen noch einen letzten Multi. Komm schon! Der letzte Multi muss es sein, Mann.
Lass mich nicht hängen gehen, komm schon. Sei ein Ehrenmann und gib mir einfach Bardock oder Rowley oder beide. Ein Doppel-Secret wäre Multi, wäre auch krass. Würde ich auch feiern. Komm schon. Letzter Multi. Give me some luck. Come on. Come on, come on. Oh, der Samasu sieht aber auch nicht schlecht aus. Aber kein Secret Rare. Und nur eine einzige neue Karte. Nee. Splinter da. Drei neue Karten. Der Rest sind Splitter. Ja, schade. Aber immerhin ein Secret Rare in dem Video. Also, ist schon in Ordnung. Wir können ja mal einen seltenen Gacha machen, einen Single Summon. Vielleicht lacken wir ja rein. Weiß ja nie. Es kann immer funktionieren, ne? Und? Aber eine neue Karte. Dämonengöttin Tora. Ach komm, ein Single noch hinterher. Und dann ist Yuda da. Komm. Ja. Passt. Haben wir direkt Mira hinterhergezogen. So. Dann. Komm, machen wir hier noch ein Single. Aber dann ist wirklich genug. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Okay, okay. Haben wir schon. Den Riesenlord-Slug. So, jetzt aber wirklich Schluss. Jetzt war's das. Übertreib nicht mehr so. Die nächsten Summons werde ich dann wahrscheinlich wieder im Stream machen und dann vielleicht daraus wieder einen Zusammenschnitt machen. Das war jetzt einfach mal so das erste Video, was ich halt wirklich aufgenommen habe und nicht on-stream halt recorded habe und dann einfach nur zusammengeschnitten habe. Und ja, lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Egal, ob ihr es selber spielt oder es nur auf YouTube oder Twitch und so seht. Lasst mich auf jeden Fall eure Meinung dazu wissen. Ich find's super und wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich bin raus, einen fetten Kuss auf die Nuss. Tschüss!